Morgen zusammen. Guten Morgen. Abendstunde hat Gold im Mund. Ich gehe gleich mal heim. Wer sind die? Was machen die eigentlich? Hallo zusammen, wir sind One Truth Brothers, der Pays und der Dr. Drax. Wir haben 1998 schon angefangen mit Vito Graffiti und haben uns weiterentwickelt bis heute. Viel freie Arbeiten auch. Wir leben dann immer mehr auf den Kunst, die wir verkaufen. Das war für uns natürlich eine coole Sache, hier in der Kunsthalle so ein Projekt zu machen. Die Idee war dahinter, dass wir etwas machen, das man auf den ersten Blick nicht sieht, wie unsichtbar ist. Und wenn man dann das schwarze Licht einstellt, sieht man unsere Kunst. Das hat auch ein bisschen Anspielung auf das, dass Graffiti ja vergänglich ist. Und unsere Kunst und die Kunstform halt in so Institutionen noch nicht so wahrgenommen wird gegenüber anderen Ländern. Und darum ist eigentlich mit dem Chef Spöri die Idee entstanden, dass man etwas macht, wo man eben zuerst nicht sieht, wie versteckt ist. Kunst und Bau, ja, das ist halt die Frage. Also ich würde sagen, das, was wir machen, ist eigentlich auch Kunst und Bau. Die dürfen nicht vor allem so angeschaut. Leider nicht. Aber eigentlich ist es auch Kunst und Bau. Es ist auch nicht studierte Kunst und Bau, sondern autodidaktische Kunst und Bau. Man ist fast mal persönlicher. Aussenmalen machst du eigentlich für dich natürlich, aber für andere Leute eigentlich auch, oder? Wo das dann sehen. Heute mit Internet und so. Aber kommst du eigentlich nicht davon, wo du das dann eigentlich malst? Weil du kannst es ja aufladen und es sieht noch jeder. Und es wird von anderen gesehen, wie viel gerade man sieht schon die ganze Zeit. Das Bild heisst Ghost Dogs. Das passt sehr gut, weil es eben eigentlich wie Geisterhunde sind, die dann auch auf einmal in der Nacht auftauchen und es nicht wahrnimmt, obwohl es da ist. Das war für uns beide ein cooles Projekt. Ich glaube, wir haben das dritte das gut gemacht. Und liebe Grüße aus der Kunsthalle in Bern. Und auch Jeff Spöri natürlich, das unterstützen und die Idee zusammen realisieren. Ja, und Michael Hildbrunner für die Kuration. Das war wirklich ein gutes Projekt. Gerne wieder mal. Danke vielmals. Bis bald. Macht's gut. One Truth. One Truth, Brothers.